Seligenporten hat also was wieder gut zu machen. Die Klosterer in Grün von links nach rechts laufen aber vom Anpfiff an hinterher. 16 Sekunden sind hier gespielt, da steckt Lutz durch für Salemovic, der scheitert an Pfeiffer, aber da steht Stefan Schimmer. Natürlich Stefan Schimmer, die Memminger Torversicherung trifft hier in der allerersten Spielminute zum 1:0. 13. Saisontreffer für Schimmer, der da nur noch einschieben braucht. Und für Seligenporten kommt es noch schlimmer. Wir sind in der 4. Spielminute. Da lupft Salemovic den Ball auf Daniel Eisenmann. Der hat Platz. Zurück auf Salemovic. Der wird wieder zum Vorbereiter. Dieses Mal für Fabian Kogler. Und das Spiel hat noch gar nicht richtig angefangen. Da führt Memmingen schon 2:0. Dann machen wir einen Sprung. 45. Minute. Seligenporten im Vorwärtsgang. Christ wird gefoult. Der Schiedsrichter pfeift nicht. Gegenangriff und dann kommt Patrick Hopsch. Keine Frage, das ist natürlich glattrot. Von hinten springt Hopsch in Eisenmann. Schiedsrichter Thomas Berg schickt Hopsch zum Duschen und der lässt seinen Frust am Sportplatz aus. Hoffentlich ohne sich weh zu tun. Er verpasst den folgenden Freistoß. Den bringt wieder Salemovic in den Strafraum. Stefan Heger springt am höchsten und trifft zum 3:0. Ganz, ganz bittere erste Hälfte für Seligenporten. Die Klosterer also für 45 Minuten in Unterzahl und mit deutlichem Rückstand. Nach dem Seitenwechsel die 53. Minute, Foul im Mittelfeld und Memming schaltet ganz schnell. Der kommt durch auf Schimmer, allein vor Pfeiffer und es steht 4:0. Da sieht man Schimmers Qualitäten. Er lauert auf den Ball, bekommt und versenkt ihn dann eiskalt. Das Spiel ist natürlich entschieden. Für Seligenporten geht es nur mehr um Schadensbegrenzung, sollte man meinen. Doch die Klosterer zeigen eine Reaktion. Nach der Ecke ist da draußen Kevin Wohlemann und verkürzt. 57. Minute, 1:4. Ob Wohlemann da flanken oder schießen wollte, weiß er aber nur selbst. Die 74. Minute, Freistoß Seligenporten und die haben da einen Spezialisten. Marco Christ packt all den Frust und Ärger in diesen Schuss und schon steht es nur noch 2:4. Zu mehr reicht es für die Klosterer heute nicht, die zwar deutlich verlieren, aber zum Hinrundenabschluss großen Einsatz zeigen.